kurz, dass sich die Bedeutung eines Politikers aus dem Ausmaß seiner Verspätung ergibt und deshalb Pünktlichkeit. Das Zweite, was die Wahrheit betrifft, Sie können heute versichert sein, dass alles, was Sie hören, den Realitäten entspricht. Was anderes bleibt mir bei Anwesenheit des Kardinals auch nicht übrig. Und das Dritte, alles, was Otto Wiesheu gesagt hat, stimmt wie immer. Und deshalb beschäftige ich mich mit der angewandten sozialen Marktwirtschaft in Bayern. Bayern ist diesbezüglich seit langer Zeit ein Praxisland sozusagen. Ich beginne mit einer schönen Nachricht. Sie wissen, so wie die Familien das Rückgrat der Gesellschaft sind, so sind die Städte, Gemeinden und Landkreise des Rückgrats eines Staates. Und heute hat der neue Finanzminister Markus Söder mit eben diesen Kommunen verhandelt über den kommunalen Finanzausgleich in Bayern. Er hat erfolgreich verhandelt, es gab eine Übereinstimmung. Der Freistaat Bayern wird fast 7 Milliarden den Kommunen künftig wieder für Hilfen im Schulbau, Kindergartenbau, allgemeiner Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen. Das ist der höchste Finanzausgleich, den es in der Bundesrepublik Deutschland von Bundesländern gegenüber den Kommunen gibt. Und die Kommunen sind die wichtigsten Investoren bei uns im Freistaat Bayern. Die Summe der kommunalen Investitionen übersteigt bei weitem die staatlichen Investitionen. Insofern ist dies auch eine wichtige Botschaft für all die Unternehmen, die lokale, regionale Bezüge haben. Und damit Sie mal die Leistungskraft dieses Landes richtig nachvollziehen können, wir zahlen die Hälfte des Länderfinanzausgleichs. Das sind 3,5 Milliarden Euro. Wir zahlen an unsere Kommunen fast 7 Milliarden. Das heißt, bevor ein Haushalts- und Wirtschaftsjahr des Freistaats Bayern überhaupt beginnt, ist für solidarische Hilfe gegenüber anderen Bundesländern und Kommunen bereits ein ganzes Viertel unseres Haushaltes für alleine für diese beiden Zwecke ausgegeben. Nur damit man diese Dinge mal richtig einordnet. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, also übrigens auch ein Glückwunsch an den neuen Finanzminister Markus Söder. Denn das ist nicht einfach, drei kommunalen Spitzenverbänden gegenüber zu sitzen, den Städten, die jetzt vom Oberbürgermeister Mali aus Nürnberg geführt werden, den Landkreisen Jakob Greidel für die Landkreise und die Gemeinden Uwe Brandl. Die wollen ja alle mit einer Beute nach Hause kommen. Und wir müssen schauen, dass unsere Finanzen stimmen. Insofern ist dies ein großer Erfolg in einer Rekordzeit bis heute Nachmittag 15 Uhr. Sie sehen, das bayerische Staatswesen funktioniert trotz eines neuen Kabinetts. Zweitens, in seiner gesamten Geschichte stand der Freistaat Bayern wirtschaftlich noch nie so gut da wie zurzeit. Wir haben mit Abstand die niedrigste Arbeitslosigkeit, im Grunde können wir sagen Vollbeschäftigung. Wir haben einen Höchststand an sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 4,7 Millionen. Mehr waren in Bayern noch nie sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wir haben faktisch keine Jugendarbeitslosigkeit. Ich kann nur das Beispiel erzählen, wenn wir in andere Länder reisen oder andere Staatsgäste zu uns kommen, es dreht sich immer schwerpunktmäßig, gerade aus Europa heraus, um die Jugendarbeitslosigkeit. Wie schafft ihr es, Vollbeschäftigung für die Jugendlichen? Und wir, ob Franzosen, Belgier, Holländer, haben 25% Jugendarbeitslosigkeit. Was mich besonders freut, dass es zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte gelingt, dass die Sockelarbeitslosigkeit, die Langzeitarbeitslosigkeit zurückgeht. Wir hatten bisher immer das Naturgesetz, dass nach einer wirtschaftlichen Rezession sich die Dauerarbeitslosigkeit, die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt hatte und auf höherem Niveau in die Zukunft geschrieben wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland geht jetzt auch die Sockelarbeitslosigkeit, die Langzeitarbeitslosigkeit zurück.
was für uns in Bayern ganz wichtig ist, dass die Abstände zwischen den Arbeitslosenquoten zwischen den Regierungsbezirken immer näher zueinander rücken. Wenn ich Sie fragen würde, wer führt im positiven Sinne die Arbeitslosenstatistik an, dann höre ich immer gleich an erster Stelle Oberbayern. Das ist aber falsch. An der ersten Stelle, lieber Ernst Hinzken, steht Niederbayern, an der zweiten Stelle die Oberpfalz. Und das war ja über Jahrzehnte die Zielsetzung bayerischer Strukturpolitik, bayerischer Wirtschaftspolitik, insofern auch angewandte soziale Marktwirtschaft. Wir haben soziale Marktwirtschaft immer als aktive Wirtschaftspolitik definiert. Das heißt, wir haben nicht alles nur den Marktgesetzen und den Marktergebnissen überlassen, sondern alle meine Vorgänger haben durch Strukturpolitik, durch Definition von politischen Zielen, sei es Luft- und Raumfahrtindustrie, Medienpolitik und vieles andere mehr, neue Wertstoffe, Carbon, immer durch eine Regionalpolitik dafür Sorge getragen, dass bestimmte politische Ziele auch in der Realität durch regionale Wirtschaftsförderung, durch Strukturpolitik erreicht wurden. Und Bayerns Stärke, die ergibt sich nur aus der Stärke seiner Regionen. Wir konzentrieren nicht alles auf München und den Großraum München, die Metropolregion, auch wenn es immer wieder so behauptet wird, sondern wir nehmen das Verfassungsgebot von gleichgewichtigen Entwicklungen in allen Landesteilen ernst. Und deshalb ist es uns gelungen, von Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken, Oberpfalz, Niederbayern und Schwaben und natürlich die Oberbayern die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zu glätten. Der maximale Abstand jetzt zwischen dem einen und dem anderen Regierungsbezirk, zwischen dem günstigsten und ungünstigsten, liegt bei 1,2%. Und das ist gut für die gesamte Entwicklung Bayerns. Es kann Bayern insgesamt nicht gut gehen, wenn es den Regionen eben schlecht geht. Das ist die zweite wahrheitsgemäße Meldung, dass der Freistaat Bayern so gut ökonomisch dasteht wie noch nie zuvor in seiner Geschichte. Wir haben eine große Geschichte, eine erfolgreiche Geschichte. Wir waren immer auf der Seite der Sieger und wenn wir einmal nicht gesiegt haben, haben wir die Seiten gewechselt und es hat wieder gestimmt. Das ist das Zweite. Das Dritte, der Erfolg hat Ursachen. Und mit diesen Ursachen möchte ich Sie auch konfrontieren, weil Sie auch sozusagen der Kompass für die Zukunft sind. Denn wenn Instrumente und politische Ausrichtungen erfolgreich sind, muss man sie nicht unbedingt ändern, man kann sie ergänzen, aber man kann sie in den erfolgreichen Teilen und soll sie fortführen. Das Bayerische Kabinett wird am Freitag und am Samstag in Klausur gehen und da die Grundlagen für die nächsten beiden Jahre haushalterisch, aber auch sachpolitisch legen. Und Sie erleben gerade, dass um uns herum, um uns Deutsche herum, eine Regierung nach der anderen scheitert und purzelt. Deutschland ist ja im Kern eine Insel der Stabilität, eine Insel des Wohlstandes, der sozialen Sicherheit. Und innerhalb Deutschlands ist Bayern noch einmal der Beste. Ich muss es so sagen, auch wenn es manche als Hochmut und Arroganz einstufen, ich muss nach unserer Verfassung nicht mehr, weil der Kardinal da ist, die Lage Bayerns wahrheitsgemäß darstellen. Und sie ist gut. Und meine Damen und Herren, an erster Stelle steht, warum ist dies so? Das, was Otto Wiesoy geschildert hat, trifft zu. Wir haben es nach meiner Überzeugung nicht mit einer Eurokrise zu tun, sondern mit einer Staatsschuldenkrise. Und meine Damen und Herren, wir haben die Erfahrung in Bayern, die finanziell soliden sind, die wirtschaftlich stark. Denn meine Damen und Herren, wenn Sie finanziell solide wirtschaften, haben Sie automatisch als Gemeinschaft auch Gestaltungskraft. Das ergibt sich aus dem kleinen Beispiel, im Bund ist der zweitgrößte Haushaltsposten die Ausgabe für Zinsen. Das ist bei uns eine Größenordnung, die sich zu erwähnen überhaupt nicht lohnt in Bayern. Die finanziell soliden sind die wirtschaftlich starken. Und deshalb steht für uns, wenn wir über Aufbruch Bayern, über die Gestaltung der Zukunft reden, an erster Stelle eine solide Finanzpolitik. Wir ernten jetzt, gerade in diesem Jahr nach der Steuersetzung, das, was wir und
Das ist Kontinuität. Vom Finanzausgleich gegenüber anderen Ländern rede, dann müssen Sie wissen, dass bis zur Vereinigung unseres Vaterlandes Bayern von anderen Bundesländern unterstützt wurde, finanziell. Das hat sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert. Das zeigt, dass uns diese Lage, die ich gerade schildere, über Bayern nicht in die Wiege gelegt war, sondern dass dies das Produkt einer ganz konsequenten Politik war und natürlich auch der Leistungsbereitschaft, der Fähigkeit unserer Wirtschaft und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist alles jüngere bayerische Geschichte, über die ich referiere, aber kontinuierlich und sehr zielgerichtet. Wir werden im bayerischen Kabinett diesen Weg fortsetzen. Wir haben jetzt 7 Jahre hintereinander einen Haushalt ohne einen Euro Neuverschuldung. Und das erste Prinzip jetzt für das bayerische Kabinett, das werde ich so vorschlagen, wir werden es heute Abend noch vorbereiten, morgen mit der Koalition. Das erste Prinzip ist der ausgeglichene Haushalt nicht nur heute, sondern auch morgen. Das heißt, wir werden die Weichen so stellen, dass nicht nur jetzt in den beiden Jahren 2011 und 2012, wir haben immer Doppelhaushalte, sondern auch in den Folgejahren dieser ausgeglichene Haushalt gewährleistet. Wir werden ein zweites machen. Wir werden die Rücklagen, über die wir als Freistaat Bayern verfügen, ich glaube, es gibt sonst kein anderes Bundesland, das für sich behaupten kann, sie hätten Rücklagen. Wir werden diese Rücklagen verdoppeln. Sie werden dann eine Größenordnung von über 2 Milliarden haben. Rücklagen zu bilden ist damit verbunden, dass man im Falle des Falles Reserven zur Verfügung hat. Und nachdem, was geschildert worden ist, ich bin jetzt nicht Cassandra, ich weiß um die menschliche Eigenschaft, das Faszinosum bei Menschen ist ja, wenn es alles gut und schön ist, dann begrüßt sich und sagt, das Wetter ist wunderbar, kommt mit Sicherheit die Antwort, aber in den nächsten Tagen wird es schlechter. Und so ist es insgesamt auch. Und deshalb legen wir etwas zur Seite, das hat auch Tradition in Bayern. Rücklagen. Ich habe auch gute Rücklagen von meinen Vorgängern übernommen. Und wir werden sie jetzt in all den Bereichen, wo wir die Haushaltsmittel nicht gebraucht haben oder wo die besseren Steuerschätzungen uns die Möglichkeit geben, dies den Rücklagen zuführen. Das heißt, wir werden die Rücklagen verdoppeln auf etwa 2,3 Milliarden. Und das wäre dann die Reserve, die für den Fall der Fälle eingesetzt wird, um Impuls zu geben bei einer sich abschwächenden Konjunktur. Im Sinne, das wissen Sie alle, antizyklischer Politik. Und wir werden ein drittes Ziel erreichen. Wir werden als Freistaat Bayern, als einziges Land in ganz Europa, beginnen mit einem kräftigen Beitrag, unsere Altschulden zu tilgen. Auch das ist ein Novum. Nicht nur zu sagen, ausgeglichener Haushalt, das versuchen wir mittlerweile zu erreichen. Alle sind gezwungen, dies bis zum Jahre 2019 zu erreichen, weil im Grundgesetz die Schuldenbremse steht, die eigentlich nur in wirtschaftlichen Ausnahmesituationen dann noch eine öffentliche Verschuldung erlauben, aber nicht in wirtschaftlichen Normalzeiten. Und wenn Sie diese drei Dinge sehen, dann werden Sie nachvollziehen können, warum ich dies an die erste Stelle stelle. Solide Finanzen, Voraussetzung für Gestaltung und für Wirtschaftskraft, warum wir dies fortsetzen. Also erstens ausgeglichener Haushalt nicht nur jetzt, sondern auch morgen. Zweitens Rücklagenverstärkung in erheblicher Art, um Reserven für den Fall der Fälle zu haben. Und drittens Schuldentilgung. Deshalb, meine Damen und Herren, können wir dies in einer Botschaft verdichten, die so kein anderes Land in Deutschland oder in Europa stellen kann, nämlich, dass wir mit unserer Finanzpolitik in Bayern an die junge Generation nicht Schulden vererben, sondern Zukunft schaffen. Das ist Generationengerechtigkeit. Nachhaltigkeit könnte man es auch nennen. Nachhaltigkeit reduziert sich nicht auf den Umgang mit unserer Schöpfung, sondern Nachhaltigkeit hat in der Finanzpolitik einen dicken Stellenwert. Und Nachhaltigkeit heißt ja übersetzt, wenn man aus den wissenschaftlichen Formulierungen sich herauswagt, in der Gegenwart so zu leben, dass die Zukunftschancen der nächsten Generation weder beschädigt noch zerstört. Deshalb, meine Damen und Herren, ist für unsere gemeinsame Zukunft in diesem Bereich
sozusagen das Fundament. Das sind die Monate. Und wir werden diesen am Freitag und am Samstag verabschieden. Natürlich brauchen wir dann noch die Zustimmung des Parlaments. Speiseshalber sage ich immer, Politik wäre so wunderschön, wenn man nicht die Zustimmung des Parlaments zu seinen politischen Entscheidungen holt. Aber ich denke, lieber Herr Fraktionsvorsitzender, lieber Georg Schmidt, die werden wir bekommen. Das Zweite, man kann trotzdem Impulse setzen und Schwerpunkte. Wir haben Impulse gesetzt bei der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise. Ich habe dem Kardinal vorhin zugeflüstert, ich bin noch nie so stolz in Leipzig einmarschiert wie dieses Mal. Das war ja Leipzig 2. Und bei Leipzig 1 war ich ja mit Häme und Sport überzogen in die deutsche Politiker im Jahr 2003. Sie werden sich erinnern, was damals alles realisiert werden sollte, von der Gesundheitsprämie bis zur Niedergelassenenreform. Und es ist schon ein schönes Gefühl, meine Damen und Herren, wenn Sie politisch so lange aushalten, dass die persönliche Meinung wieder mit der allgemeinen Meinung der Partei übereinstimmt. Das war ein schönes Gefühl. So wie, ja, das, ich habe mich nämlich immer an dem orientiert, was Otto Wieser mit sozialer Marktwirtschaft definiert hat, was ich aus auch der christlichen Soziallehre immer auch geglaubt habe und immer noch daran glaube, mit der Personalität und der Eigenverantwortung an der Spitze und der Solidarität als Ergänzung, als Geschwisterpaar zu den anderen beiden. Und ich habe auch der Kanzlerin am Abendessen zugerufen, zum Europapapier, zur Europakommission noch, wenn er jetzt nochmal am Parteitag macht und das nächste Papier beschließt zu Europa, hat er genau die gleiche Meinung wie die CSU. Denn so wie man vor wenigen Wochen noch gescholten worden ist, wenn man über den Austritt Griechenlands aus der Eurozone als nicht als von der Politik anzustrebende Alternative, aber mitzudenkende Alternative gesprochen hat, ist man ja noch kritisiert worden als Antieuropäer. Nun hat die CDU immerhin schon beschlossen, die freiwillige Austrittsmöglichkeit. Also darf man Hoffnung haben, wenn der nächste Parteitag stattgefunden hat, dass es dann so ist, wie wir das auch mitdenken. Ich komme. Man kann also, wenn man solide Finanzen predigt, auch noch Impulse setzen für gesellschaftspolitisch wichtige Bereiche. An der wichtigsten Stelle steht für mich, da vollzieht nicht jeder sofort den Bezug zur Ökonomie nach, die Familie. Und zwar in all den Formen, wie wir sie heute erleben. Und es bleibt auch Grundlage der bayerischen Politik. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass es keine blühende Wirtschaft und keine blühende Gesellschaft geben kann, ohne dass die Kernzelle einer Gesellschaft vom Staat unterstützt, respektiert, geachtet und auch mit Hilfen ausgestattet wird. Und das ist die Familie. Und deshalb wird dies ein Schwerpunkt bayerischer Politik bleiben. Und meine Damen und Herren, da lassen wir uns nicht gegeneinander ausspielen. Mir ist es sehr wichtig, dass ich heute mal vor dem Kreis von Unternehmern da einige Missverständnisse ausräumen muss. Meine Damen und Herren, ich habe die Regierung übernommen mit 7% Krippenplätzen in Bayern. Jetzt haben wir 30%. Wir haben die höchste Frauenerwerbstätigkeit in Bayern von allen Bundesländern. Und meine Damen und Herren, wir werden den Anspruch, den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz in Bayern früher realisiert haben als jedes andere Bundesland. Also da müssen wir überhaupt keinen Vorwurf ernst nehmen. Wir sind damit einer großen Dynamik unterwegs. Und von dieser uns immer unterstellten Gesellschaftspolitik, wir wollen eine Erdprämie, das hat mit der Wahrheit so viel zu tun wie eine Schildkröte mit dem Stachfuchs. Meine Damen und Herren, auf der anderen Seite erziehen 2/3 der bayerischen Familien ihre Kinder in den ersten Lebensjahren mit einer Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. Und nun können wir als Gesellschaft schwer hergehen und auf der einen Seite viel aufwenden, pro Krippenplatz 1.000 €. Und auf der anderen Seite jene Menschen, die sich frei, nicht vom Staat animiert oder gar verführt, entscheiden, die vorübergehend ihre Kinder in den ersten 1, 2, 3 Lebensjahren zu Hause betreuen, diese aus dem Blick zu bringen. Und deshalb, deshalb sagen wir Betreuungsgeld für die Menschen, die eine Tagesmutter oder die Oma oder selbst sich hier um die Kinder ziehen können. Ich trete jetzt gar nicht ein in die
diskutieren, die über die Wirkungen auf die Erziehung der Kinder, auf die Persönlichkeitsbildung eintreten, in dem einen oder anderen Fall. Mir ist wichtig, wenn wir denn soziale Marktwirtschaft mit einem Begriff Freiheit versehen, wenn wir also eine freiheitliche Gesellschaftsordnung weiterhin wollen, und eine freiheitliche Gesellschaftsordnung muss immer zuallererst vom einzelnen Mensch, seiner Familie als Bezugspunkt ausgehen. Nur dann brauchen wir in einer freiheitlichen Gesellschaft auch freie Entscheidungen der Menschen, wie sie ihre Lebensbiografie schreiben. Und da hat der Staat als Oberlehrer und als Vormund nichts zu suchen. Dieses System, wo der Staat dies vorher verordnet hat, das haben wir Gott sei Dank in der deutschen Geschichte auch geschrieben. Und deshalb wollen wir nicht die eine Frau, die Erziehung mit Berufstätigkeit verbindet, gegen die andere Frau, die ihre Berufstätigkeit unterbricht, ausspielen, sondern wir wollen den Menschen durch eine Gesellschaftspolitik ermöglichen, dass sie in einer freien Gesellschaft ihre Lebensplanung selbst bestimmen. Und da sollen sie ermuntert werden oder ermöglicht werden, auf der einen Seite durch die Kindergärten, auf der anderen Seite durch das Betreuungsgeld. Aber wie sie sich entscheiden, meine Damen und Herren, haben die Menschen selbst zu entscheiden. Und ich möchte auch bei Ihnen dafür werben, wer Kinder großzieht, der hat in unserer Gesellschaft Achtung und Respekt verdient und nicht Häme und Misstrauen. Darauf und wie lange sich in der Politik falsche Begriffe halten, indem man uns unterstellt, wir wären für die Herdprämie. Das sehen Sie an diesem Begriff Herdprämie. Der hält sich hartnäckig. Ich kann noch 5 Pressekonferenzen machen, wo ich darauf hinweise, der Anspruch auf Betreuungsgeld ist nicht verbunden mit der Aufgabe der Berufstätigkeit durch die Frau. Das Elterngeld, das es heute gibt, im ersten Lebensjahr, 60% vom bisherigen Bruttolohn, maximal 1800 Euro. Das setzt voraus die Aufgabe oder wesentliche Einschränkung der Berufstätigkeit. Ich würde aber niemals auf die Idee kommen, das Elterngeld im ersten Lebensjahr des Kindes als Herdprämie zu diskriminieren. Denn es liegt in der Hand der Betroffenen zu entscheiden, ob sie das in Anspruch nehmen oder nicht. Und noch viel falscher ist es für das zweite und dritte Lebensjahr, da soll das Betreuungsgeld bezahlt werden von 150 Euro im Monat, weil das Betreuungsgeld als Anspruchsvoraussetzungen nicht die Aufgabe der Berufstätigkeit. Da lag es mir heute mal besonders daran, dass ich meinen ökonomisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern sage, in einem wichtigen gesellschaftspolitischen Bereich, welche Rückbindung ich sehe an den Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg auch im Land. Und zweitens, wie falsch manche gesellschaftspolitische Dinge diskutieren. Das zweite ist die Bildung. In meiner Regierungszeit sind die Ausgaben für die Bildung um 2 Milliarden gesteigert worden. Das ist absolut richtig, meine Damen und Herren. Das ist, hat sich da total verändert. Soziale Gerechtigkeit, und zwar zum Positiven verändert. Soziale Gerechtigkeit diskutiert man heute nicht mehr in erster Linie unter dem Vorzeichen, was gibt ein Staat für Soziales aus. Wir haben im Zusammenhang der Arbeitslosenversicherung die Erfahrung gemacht, dass ein Übermaß an Ausgaben sogar zu sozialen Ungleichgewichten führen kann, nämlich dass diejenigen, die arbeiten könnten, aber nicht wollen, oft besser situiert sind als jene, die das anders sehen. Das ist nicht unbedingt ein Maßstab für soziale Gerechtigkeit in einem Land. Ich glaube fest daran, dass heute die sogenannte Teilhabegerechtigkeit, Herr Kardinal, der bessere Bezugspunkt ist. Menschen am Anfang ihres Lebens durch eine gute Bildungspolitik in die Lage zu versetzen, eigenständig, unabhängig, ohne den Moloch-Staat und ohne Vormund-Staat ihr Leben zu gestalten. Und dies geschieht über den Schlüssel der Bildung. Und deshalb ist die Bildungspolitik, wie Günter Beckstein zu Recht gesagt hat, die Sozialpolitik des 21. Jahrhunderts. Und die Bildungspolitik entscheidet über Lebensperspektiven, Lebensstandard und Zukunftsaussichten von Menschen. Und alles, meine Damen und Herren, was wir hier einsetzen in der Bildungspolitik, ist nicht nur für Sie im Bereich der Innovation, der Forschung, der Entwicklung,
sondern alles, was wir da einsetzen, vermeidet Reparatur. Und glauben Sie mir, wenn man die Jugendhilfe, die Ausgaben für die Jugendhilfe in Bayern betrachtet, pro Fall, die Reparatur einer gescheiterten Lebensbürger ist für eine Gesellschaft wesentlich teurer als die Investition in die Bildung und damit in die Persönlichkeitsentwicklung unserer Mitbürger. Und deshalb setzen wir Milliarden zusätzlich für die Bildung ein. Ich war heute bei der Helmholtz-Gesellschaft München, das ist ein Leuchtturm der Forschung und Entwicklung in ganz Deutschland und in Bayern im Besonderen. Und habe, ich hoffe, Georg, ich gebe die Zustimmung der Fraktion, auch da wieder mal was zugesagt, weil es um die Zukunft geht, was Finanzwirksames zugesagt. Wir haben ganz stillschweigend, weil alles, was in einem Land funktioniert, kaum berichtet wird. 38.000 Studienplätze in Bayern innerhalb der letzten 2 Jahre geschaffen. Und meine Damen und Herren, da lassen wir uns auch nicht davon abhalten, dass ein Drittel derer, die bei uns studieren, aus außerbayerischen Gefilden kommen. Meine Damen und Herren, das ist auch jetzt im Föderalismus so, das wollen wir auch nicht abstellen. Trotz der Studiengebühren, die immer so kritisiert werden, ich bin immer überrascht, was auch da geschrieben und gesendet wird. Ich, meine Damen und Herren, habe das Heft, das Sie mir in der Staatskanzlei überlassen haben, über die Gesellschaftspolitik der Zukunft, sehr genau gelesen. Und Sie haben zu Recht dort niedergelegt für die katholische Kirche, dass es in der Güterabwägung Studiengebühren oder mehr für die Bildung bei Kindern ganz vorne, beim Kindergarten, Gebühren, Ermäßigung oder Freiheit, allemal besser ist, ganz vorne anzusetzen und nicht beim Studium. Weil, meine Damen und Herren, dann müssten wir auch darüber reden, wie in der beruflichen Bildung die Ausbildung von Gesellen zum sogenannten Meister so gestaltet wird, dass diejenigen, die das tun, nichts dafür zahlen müssen. Dann wäre wieder Gleichberechtigung zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir auch in die allgemeinbildenden Schulen investiert, mit zusätzlichen Lehrerstellen. Wir haben ein ganz klares Prinzip, wir wollen die Grundschulen in Bayern allesamt erhalten. Das sind 2400 vor Ort. Dafür müssen wir zusätzliche Lehrer einstellen. Da bitte ich Sie auch um Verständnis, das ist nicht Verschleuderung von Geld. Wenn die Eltern es vor Ort wollen, dann werden wir die Grundschulstandorte erhalten. Weil es nicht die erste Erfahrung von jungen Leuten sein sollte, dass sie nach dem Kindergarten Fahrschule werden. Das hat auch was zu tun mit gleichgewichtiger Entwicklung ländlicher Räume. Wenn die Bildungseinrichtungen vor Ort, solange es irgendwie möglich ist, erhalten bleiben. Denn wir wissen aus der praktischen Politik, wenn die Bildungseinrichtungen verschwinden, ist es nur eine Frage der Zeit, wann auch die Menschen verschwinden. Die Menschen ziehen den Bildungseinrichtungen nach. Und deshalb werden wir hier Zusätzliches tun. Wir wissen, dass wir die Ganztagsschulmethode in Bayern ausbauen müssen, auch bedarfsgerecht und wunschgerecht. Nicht einfach auf die grüne Wiese und anschließend wundern wir uns, dass sie niemand in Anspruch nimmt. Und wir werden noch zusätzliche Anstrengungen unternehmen, dass gerade in den Gymnasien der Unterrichtsausfall reduziert wird. Es ist nicht gut, wenn in manchen Fächern Physik oder Chemie ein Vierteljahr ausfällt und die Eltern die Angst haben, dass ihre Kinder dadurch Nachteile erfahren. Also die Bildung, meine Damen und Herren, ist für uns ganz, ganz wichtig. Nicht nur mit schönen Reden vor dem Wirtschaftsbeirat, sondern in der Tat, das werden wir auch am Freitag und Samstag noch einmal verstärken. Und worauf wir großen Wert legen, das sagte ich heute auch bei der Helmholtz-Gesellschaft, dass wir die Bildung und den Auftrag für die Bildung in seiner ganzen Breite sehen. Allgemeinbildung, akademische Bildung, Elitebildung, aber, meine Damen und Herren, auch in der Berufung. Wenn ich nur an das große Zukunftsthema Elektromobilität denke, natürlich brauchen wir Forscher und Entwickler. Aber, meine Damen und Herren, wir brauchen auch Praktiker, die später
Begabung hatten und auch mit dieser praktischen Begabung aus ihrem Leben das Beste gemacht haben. Und deshalb bin ich ein großer Gegner all dieser Vereinheitlichungstendenzen. Ich bitte Sie auch, wo immer Sie können, bei dieser Diskussion Hauptschule und Mittelschule an die Betroffenen zu. Die Hauptschule heißt jetzt Mittelschule, aber sie ist Hauptschule. Und meine Damen und Herren, das ist oft bestimmt der Begriff mehr als der Inhalt. Und meine Damen und Herren, was sollen die Eltern und die betroffenen Kinder denken, wenn sie in einer dieser berühmten Talkshows Deutschlands, die noch nie zu einer Lösung eines Problems beigetragen haben, erfahren? Sie seien Restschüler. Also Sie müssen sich mal vorstellen, was in den Köpfen von Vater und Mutter durchgeht, wenn die da am Fernsehschirm hören, ihr Kind geht auf eine Hauptschule, Schrägstrich Mittelschule, und das sei eine Restschule. Also das sind so die Restkinder, und Restkinder gibt es nicht in der Gesellschaft. Und deshalb müssen wir solchen Diskussionsniveaus energisch entgegentreten. Sie wissen es besser als wir. Ein Drittel der bayerischen Kinder gehen von der Hauptschule ins bayerische Wirtschaftsleben als gefragte Arbeitskräfte. Und deshalb müssen wir uns wehren gegen diese Vereinheitlichungstendenzen. Wir führen in Bayern nicht die lauteste Bildungsdiskussion, sondern wir haben die besten Bildungsergebnisse. Das ist viel, viel wichtiger. Und alle Studien, ob jetzt PISA oder Kultusministerkonferenz, sehen uns an erster oder zweiter Stelle. Oft sind wir im Wettbewerb mit den Sachsen einen Punkt, manchmal in Mathematik erst an zweiter Stelle, aber dann wieder an erster Stelle. Und die schönste Studie war die über die Beherrschung der deutschen Sprache. Man würde ja vermuten, dass die Bayern mit der Beherrschung der deutschen Sprache Schwierigkeiten haben könnten in Leseverständnis, im Hörverständnis, in der Orthographie. Aber siehe da, meine Damen und Herren, die bayerischen Schülerinnen und Schüler haben in allen Kategorien am besten abgeschnitten. Wir liegen da am ersten Platz in der Beherrschung der deutschen Sprache. Weshalb ich dem Kollegen Kretschmann, wenn ich ihn treffe aus Baden-Württemberg, immer wieder sage: Lieber Herr Kretschmann, wir können alles, sogar Hochdeutsch in Bayern. Das ist gut so. Das ist gut so. Selbstverständlich, es ist eine unglaublich radikale Botschaft, dass jeder Mensch, selbst der Nachbar, Bild und Gleichnis Gottes ist. Eine universale Botschaft, gläubig oder ungläubig, jeder Mensch, ob getauft oder nicht, jetzt hören Sie alle aufzählen. Und dass jeder Mensch deswegen auch grundsätzlich in der Lage ist, grundsätzlich an sich, philosophisch gesprochen, Gut und Böse zu unterscheiden, vernünftig zu sein. Es wäre sonst die gesamte Überlegung, so etwas überhaupt nur zu denken, wie eine Weltgesellschaft, wie ein Weltgemeinwohl, wie eine Familie aller Völker, wie eine Ordnungspolitik, sage ich jetzt schon politisch, auf einer Weltebene, wäre undenkbar ohne diese Vorstellung vom Menschen. Denn da gibt es unterschiedliche Interessen, es gibt unterschiedliche Kulturen, dann kann man so Gemeinsamkeiten nicht finden. Dann ist das nicht möglich. Übrigens auch eine Frage an die Zukunftsfähigkeit der Demokratie, denn wenn wir nicht im Grund Gemeinsamkeiten anerkennen, die nicht nur einfach geschichtlich veränderlich sind, sondern die wirklich real, grundsätzlich gegeben sind, dann gibt es keine Möglichkeit, immer wieder ringen, natürlich kämpfen und sich auseinandersetzen, aber doch zu einer Gemeinsamkeit zu finden, zu einer gemeinsamen Moral, zu einer gemeinsamen Zielorientierung, zu gemeinsamen Regeln, zu einer gemeinsamen Ordnungspolitik. Deswegen ist dieser kulturelle, religiöse Hintergrund eine wesentliche Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft, für die Zukunftsfähigkeit Europas und auch einer wie auch immer gearteten, besseren Ordnung der Welt. Ich sage nicht Weltordnung, sondern bessere Ordnung der Welt. Der Westen hat also in besonderer Weise, in diesem Sinne der Westen, Europa, auch die Vereinigten Staaten gehören dazu, der christlich-biblisch geprägte Westen hat also eine dynamisch offene Welt hervorgebracht, neugierige Welt, eine
zielgerichteten Veränderung. Natürlich gibt es auch Menschen und Weltbilder, die um sich selber kreisen, die die Wiederholung des Immergleichen im Blick behalten. Die christlich-biblische Welt hat eigentlich den Anspruch, so hat es einmal Philippe Nemo, ein französischer Philosoph, gesagt, über den ein wunderbares Buch geschrieben, auch Was ist der Westen, den Anspruch, auf die Wiederkunft des Herrn hin es besser zu machen. Es wird Gericht gehalten, es wird abgerechnet. Was hast du gemacht aus deinem Leben? Es ist nicht egal, wie du gelebt hast. Hast du etwas vorangebracht? Hast du gesorgt? Hast du die Welt besser gemacht? Das wird gefragt. Das ist ein ungeheurer Impuls, eine Dynamik, die dahinter steht, die den Westen geprägt hat oder prägen sollte. Deswegen ist das Menschenbild der verantwortlichen Freiheit, so wie es auch schon gesagt wurde, eine wesentliche Voraussetzung für die soziale Marktwirtschaft. Gegen jede freiheitsvernichtende Vorstellung von Menschen. Und da haben Sie zu Recht gesagt, Herr Dr. Wiesoll, dass das sowohl der primitive Kapitalismus ist wie der Kommunismus. Im Grunde ist das eine Welt, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, eine wissenschaftlich überzogen gefasste Welt, ich möchte es einmal so nennen, ein evolutives Weltbild, das sagt, was entsteht, hat Recht. Die normative Kraft des Faktischen, was sich durchsetzt, evolutiv, also von Darwin dann her in falscher Weise übertragen auf Gesellschaften, auf Märkte, auf Entwicklung, auf Wissenschaft, was sich durchsetzt, darf man nicht verhindern. Kombiniert natürlich noch mit einer Gewinnerwartung, wenn ich das so miteinander verbinde, dann habe ich im Grunde genommen ein moralisches Nirgendwo-Land erreicht. Dann ist das, was neu ist, immer im Recht gegenüber dem Alten. Das, was sich durchgesetzt hat, immer im Recht gegenüber dem, was unterlegen ist. Das ist keine moralische Auffassung, das ist purer Evolutionismus und das Ende der Freiheit. Dann muss ich mich einfach dem anpassen. Dann muss ich mich dem Strom anpassen dessen, was geschieht. Und was geschieht, ist im Recht. Und genau das ist im Grunde der Irrtum eines primitiven Kapitalismus und auch eines primitiven Kommunismus, wo sich eben die Geschichte dann durchsetzt, notwendig durchsetzt. Dagegen steht das Menschenbild der verantwortlichen Freiheit. Und diese Vorstellung von der verantwortlichen Freiheit ist notwendig, um auch jetzt in die konkreten Probleme und Herausforderungen der sozialen Marktwirtschaft hineinzuschauen. Ich mache jetzt einen riesigen Sprung, einen zweiten Teil, in das Jahr 1989. Ich bin der Überzeugung, dass dieses Jahr von außerordentlicher Bedeutung ist, auch für das, was im Gefolge dann zu dem geführt hat, was wir nicht mehr soziale Marktwirtschaft nennen können. Natürlich kennen wir alle die Geschichte der sozialen Marktwirtschaft, jedenfalls in gewisser Weise, die nach dem Krieg in Deutschland in diesem Begriff sich zusammengefügt wurde. Andere Länder haben diesen Begriff nicht, aber die Sache selber gibt es in anderen europäischen Kulturen auch, aber nicht in dieser Ausprägung. Also ist es nicht so wichtig, wie es heißt. Aber im Jahr 1989 ist eine Zeitenwende geschehen, die dazu geführt hat, dass nach Wegfall des Kommunismus sich ein radikaler Kapitalismus durchsetzen wollte und zum Teil auch durchgesetzt hat. Ich erinnere an vier Autoren aus dem Anfang der 90er Jahre. Francis Fukuyama, der vom Ende der Geschichte sprach und meinte, nun ist mit dem Zusammenbruch des Kommunismus die liberale Demokratie und die Marktwirtschaft sozusagen das Ende der Evolution erreicht, das Ende der Geschichte erreicht. Und damit ist auch die Zukunft klar. Es gab das Buch von Samuel Huntington, The Clash of Civilizations. Es wird im Gegenteil zu einem stärkeren Kampf. Und es gab das Buch eines französischen Ökonomen Michel Albert, Kapitalisme contre Kapitalisme, Kapitalismus gegen Kapitalismus, wo er den rheinischen Kapitalismus, er hat den Begriff geprägt, 1991, vergleicht mit dem entstehenden, freieren, deregulierten, entfesselten Kapitalismus. Und er untersucht in diesem Buch sehr schön, warum eigentlich die soziale Marktwirtschaft, der rheinische Kapitalismus, wie er es nennt, auf Solidarität, auf Ausgleich und Markt gegründete Gesellschaftsordnung erfolgreich war. Aber Sie wissen, dass in den 90er Jahren die Entwicklung begann, wie wir schon gehört haben, all das ein wenig zu denunzieren. Ich kann
kann mich erinnern an einen Artikel, Ralf Dahrendorf, wo in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand, ich glaube, es war Ende der 90er Jahre, soziale Marktwirtschaft ist eigentlich etwas Unvereinbares. Es wird versucht, etwas nicht zu Vereinbarendes zu vereinbaren, nämlich Kapitalismus und katholische Soziallehre. Es war etwas subtil und ironisch gemeint, der Artikel war dann viel besser als diese Überschrift, weil er dann doch zu Ergebnissen kam, denen ich auch nicht so ganz abgeneigt bin. Aber es war ein Hinweis darauf, dass hier deutlich wird, ja, die soziale Marktwirtschaft war vielleicht eine Fußnote der Nachkriegsgeschichte, war etwas, was typisch deutsch ist. Jetzt kommen wir in eine neue Phase der Marktwirtschaft, jetzt kommen wir in eine neue Qualität. Das haben alle Parteien mitgemacht. Der Begriff der Deregulierung war ein Leitmotiv. Der Staat galt als etwas Hinderliches. Die katholische Soziallehre hat immer wieder betont, der Staat gehört zu den natürlichen Institutionen. Es gibt kein gelingendes Leben ohne geordnetes Gemeinwesen, dann bleibt dem Menschen Möglichkeit verborgen. Er wird in seinen Möglichkeiten eingeschränkt, wenn er in keinem geordneten Gemeinwesen lebt. Und deswegen ist es wichtig, daran zu erinnern. Es gab die Asienkrise, die Internetblase. Da habe ich gut erinnern, wie ein alter Pfarrer mir sagte, du darfst nicht so kritisch sein bezüglich der Aktien und bezüglich der Börsen. Jetzt können die armen Leute auch mal reich werden. Da wusste ich spätestens, dass ich recht hatte. Ich frage ja gar nicht, was die Leute da 2001 und 2003 verloren haben, dass man auch einfache Rentner in Aktien hineingetrieben hat und meint, das seien ganz sichere Dinge. Ich will an den Leipzig-1-Parteitag nur am Rande erinnern, aber da war ich ja nicht betroffen als Bischof, aber jedenfalls habe ich mich auch gefragt, habe dann in einem Kommentar geschrieben, an den kann ich erinnern, der ist ja nachlesbar, ja, will ich denn eigentlich als Rentner für die Zukunft meine Sicherheit eher abhängig machen von der Solidarität in einem Gemeinwesen oder von den Aktienkurs der Deutschen Telekom? Das ist natürlich sehr spitz formuliert, muss ich zugeben, aber doch verständlich. Also diese ganzen Vorstellungen, die in den letzten Jahren dann da waren, sind eine Verirrung. Wir brauchen eine Renaissance des grundlegenden Denkens, dass Ordnungspolitik notwendig ist und die Ordnungspolitik eben vom Gemeinwesen ausgeht und wie sie ausgestattet wird, darüber wird man unendlich streiten, immer wieder von neuem. Wie viel Staat, wie viel Markt, wo und an welcher Stelle, das wird nicht beendet. Die soziale Marktwirtschaft ist eben kein geschlossenes System, keine Schublade, kein Mantra, wie es manchmal benutzt wird, sondern ein offenes Konzept, das immer wieder von neuem bedacht werden muss, das aber Eckpunkte hat. Das Menschenbild, die Zielrichtung, dass die Wirtschaft den Menschen zu dienen hat, dass von den Möglichkeiten des Menschen ausgegangen wird, dass der Staat in seiner Rolle wahrgenommen wird, der Einzelne mit seiner moralischen Kompetenz und mit seinem notwendigen Engagement, das muss im Blick bleiben. Und dann kann man immer wieder von neuem sich auch überlegen, wie das zueinander gestaltet wird. Jedenfalls können wir sagen, dass weder das Ende der Geschichte da ist, noch einfach dieser Clash of Civilizations, aber vielleicht doch die Herausforderung für den Westen, für die westliche Kultur, die besondererweise mit dem Element der Marktwirtschaft und bei uns der sozialen Marktwirtschaft verbunden ist, sich jetzt auf den Weg zu machen, ob in der beginnenden Weltordnung des 21. Jahrhunderts sich diese Ordnungsvorstellung, dieser Stil der sozialen Marktwirtschaft durchsetzen wird oder etwas anderes. Und dafür müssen wir uns erheblich anstrengen. Deswegen ist Europa wichtig, um der Menschenbild. Es geht nicht nur einfach um unsere Zukunft, es geht darum, ob diese Zielrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft, die kreist um die Würde und die Freiheit des Menschen, ob diese Zielrichtung weltweit ein Leitmotiv wird oder nicht. Oder ob wir uns mit unserer Lebensart und Vorstellung, mit diesem Stil, der auch mit dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft verbunden ist, verändern müssen und anpassen müssen an das, was andere mit ihren Stilen. Den Eindruck hatte ich in den 90er Jahren, dass wir das Gefühl bekamen, wir müssen uns eigentlich mit unserer gesamten Gesellschaftsordnung, mit all dem, was damit zusammenhängt, den Weltmärkten anpassen. Wir brauchen also im Grunde genommen eine Anpassung an andere. Wir können gar nicht mehr selber gestalten, sondern wir müssen uns gestalten lassen in eine Richtung, die eben doch mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Nach den Krisen können wir das sicher sagen, dass dieses Fragezeichen berechtigt war.
seiner Enzyklika Synthesimus Annus. Da schreibt er, hat jetzt der Kapitalismus gesiegt, 1991, ist er jetzt der Sieger? Dann beschreibt er, wenn Kapitalismus bedeutet Eigentum, Unternehmenswirtschaft, Rechtsordnung, dann kann man sicher sagen, das ist genau die Linie, die ich auch vertrete. Im Grunde beschreibt er die soziale Marktwirtschaft, so wie Sie sie beschrieben haben. Wenn aber Kapitalismus bedeutet, eine Gesellschaft ohne Regeln, ein Markt ohne Regeln, dann ist das ethisch anzweifelhaft. Dann kommt eine Formulierung, die stark ist, die mich damals schon 1991, da war ich noch kein Bischof, angesprochen hat. Wenn das, was jetzt entsteht, die Probleme von Gerechtigkeit und Teilhabe nicht besser löst als der Kommunismus, dann kommen die alten Ideologien wieder. Die Befürchtung, die alten marxistischen oder wie auch immer, oder braunen oder ideologischen Ideologien kommen wieder, populistische Ideen, die sie jetzt schon zum Teil in Europa Gewicht bekommen. Und es besteht die Gefahr, umgekehrt, dass sich eine radikale kapitalistische Ideologie breit macht, möglicherweise, die all diese Voraussetzungen, diese Rücksichten, diese inhaltlichen, moralischen, kulturellen Linien nicht mehr im Blick hat. Und ich muss leider sagen, ich habe den Eindruck, dass sich das weitgehend, auch gerade im Bereich der Finanzmärkte, in einem Casino-Kapitalismus durchgesetzt hat. Wir haben darüber gesprochen, eben, ich will das nicht weiter vertiefen. Der universale Kapitalismus als Weg ist ein Irrweg. Wir haben 2010 in den Vereinigten Staaten zum zweiten Mal sehr beeindruckt von diesem Land. Früher natürlich als Alteuropäer denkt man, naja, die Vereinigten Staaten und so weiter, wir sind ja Europa mit der großen Geschichte, der Philosophie und so. Aber ich bin sehr beeindruckt, da ist eine Dynamik. Aber wenn man dann in den Dinner-Speeches in Finanzkreisen, die haben mich schon gut rumgeführt überall, dann sagt, Capitalism is not the future. Social Market Economy is the future. Da gucken die einen an, als hätte man vom Sozialismus geredet. Also so eine fremde Welt, um zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Oder bei den Chicago Boys, von denen geredet wurde gerade, waren wir zu Gast im kleinen Zimmer von George Lucas, dem Nobelpreisträger. Wenige Personen nur. Und so fragte ihn Professor Lucas, was about the follow-up of the crisis? Geht es denn jetzt weiter? Macht er den Laptop auf? Let's look on the figures. Dann gibt er das ein, fängt 1850 an, da beginnt das Wachstum und dann wird das prolongiert auf 2050. Eigentlich immer weiter, gibt es eine kleine Delle im Krieg, glaube ich. Ja. What's the problem? Das ist eine faszinierende, auch menschlich absolut sympathische Person, aber eine faszinierende Sicht nur. Wir sagen dann, das ist nur ein Datum. Wir können das gesamte Feld dessen, was eine gesellschaftliche Entwicklung ausmacht, was wirklich kulturell sich ereignet, was auch an Schäden passiert in all diesen Jahren, nicht nur reduzieren auf die einzige Information, es gibt wirtschaftliches Wachstum langfristig, sondern das ist keine Gestaltung von Politik. Und deswegen ist der universale Kapitalismus als Weg eigentlich abzulehnen. Und wir müssen daran festhalten. Das geschieht in den letzten 20 Jahren weniger. Jetzt, Gott sei Dank, wie ich mit Freude immer wieder wahrnehme, mehr, einen Unterschied zu machen zwischen Kapitalismus und sozialer Marktwirtschaft. Dass man vor einigen Jahren hätte man, Herr Dr. Wiesoll, das Wort von Erhard mit dem dritten Weg nicht zitiert. Sie haben es zitiert, Gott sei Dank, und ich bin dem auch treu geblieben. Und ich nehme an, der Ministerpräsident auch vielleicht treu geblieben, dieser sozialen Marktwirtschaft. Dass das mehr ist als einfach ein sozial moderierter Kapitalismus. Dass es hier nicht einfach darum geht, ein paar Stellschrauben einzuschieben, dass es nicht ganz so schlimm wird. Das ist etwas anderes. Sozial ist nicht ein Beiwerk. Wenn wir viel gewirtschaftet haben, haben wir noch was übrig für die Armen. Sondern es ist ein anderer Stil des Denkens. Es ist ein anderer Stil. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, das Verhältnis von Staat, Markt und Gesellschaft in einer anderen Weise zu fassen und wirklich ursprünglich vom Menschen her auch zu denken. Und nicht einfach nur von einem technischen Verfahren und von ökonomischen Prozessen, die natürlich absolut notwendig und wichtig sind. Wer wollte das bestreiten? Die aber doch eine dienende Funktion haben. Und deswegen freue ich mich sehr, ich habe es eben schon gerade erwähnt, dass im Lissabon-Vertrag Social Market Economy steht. Jetzt müssen wir das
Merkel für seinen großen Kreis zu sprechen, aber auch von Herrn Ministerpräsidenten, Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Union. Das ist ein wichtiger Auftrag, dieser Begriff der sozialen Marktwirtschaft, der jetzt auf europäischer Ebene da ist, gerade in der aktuellen Krise, ist das eine Herausforderung, das inhaltlich zu füllen. Das ist nicht einfach gefüllt für viele. Da kann man weiter arbeiten, muss man arbeiten. Als Europäische Bischofskonferenz haben wir uns in den letzten Monaten mit einem Text beschäftigt, ich möchte den im Januar veröffentlichen, über soziale Marktwirtschaft in Europa. Die soziale Marktwirtschaft ist ja in Deutschland ein Integrationsbegriff in gewisser Weise. Natürlich gibt es verschiedene Vorstellungen. Sie haben hingewiesen, Müller, Amack und andere. Es gab Unterschiede in der Gewichtung. Und manche nehmen das einfach als Prozessionsfahne und wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Deswegen muss man sich immer wieder darum bemühen, dieses Wort soziale Marktwirtschaft mit Inhalt zu erfüllen und darüber zu sprechen, was wir genau darunter verstehen. Und dazu möchte ich eigentlich auch einladen, auch auf der europäischen Ebene ist das von außerordentlicher Bedeutung. Und ein dritter Teil jetzt, die soziale Marktwirtschaft, wiederhole es jetzt noch einmal, ist ein besonderer Stil des Miteinanders von Staat, Markt und Gesellschaft. Und deswegen geht es darum, dieses Miteinander und Ineinander immer wieder von Neuem auf den Weg zu bringen. Die konkrete Geschichte der sozialen Marktwirtschaft wurde geschildert. Ich will ein paar Punkte nennen, die vielleicht für die aktuelle Situation von großer Bedeutung sind, wichtiger Bedeutung sind. Das eine ist der Ordnungsrahmen und der Wettbewerb, der Markt. Das in ein gutes Verhältnis zu bringen, ist leicht gesagt schwer. Auf der Ebene einer Nation war das vielleicht noch überschaubar. Auf der europäischen Ebene sind wir im Augenblick in Turbulenzen, die deutlich machen, wie schwer es ist, Europa zu denken als einen staatsähnlichen Raum, der aber doch kein Staat sein soll. Zu der großen Verunsicherung führt ja auch, dass wir uns nicht klar werden über diese Finalität Europas, dass wir nicht genau wissen, wie viel Staat soll da sein. Da hilft wirklich das Denken der katholischen Soziallehre im Blick auf die Subsidiarität. Es ist wichtig, dass wir ein Gemeinwesen schaffen, das zum ersten Mal vielleicht, das nicht einfach ein Staat ist und doch staatsähnliche Funktionen wahrnehmen muss, wenn die Ordnungspolitik nicht einfach nur im nationalstaatlichen Gewirr untergehen soll, wie es jetzt geschehen ist. Weil die Nationalstaaten natürlich in ihren Ländern so viel Druck haben, dass sie auch Spaziergängen sagen können, die Stabilitätspolitik ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ich muss ja an die nächste Wahl denken. Das kann nicht funktionieren. Da kann man im Grunde keine Ordnungspolitik machen. Ordnungspolitik muss nicht in der Tradition der sozialen Marktwirtschaft viele Regeln beinhalten, aber sie muss verlässlich sein. Sie muss klar sein, transparent und nachhaltig. Der Wettbewerb ist ein Instrument und ein Zivilisationsprodukt, genauso wie der Ordnungsrahmen. Zu meinen, der Wettbewerb sei etwas wie der Urwald, den man zähmen muss, das ist nicht der Fall, sondern der Wettbewerb selber ist eine Kommunikation unter Menschen. Da geht es nicht einfach um einen Kampf, da geht es um Begegnung. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen wissen, dass sie nicht auf Dauer Menschen, die ihre Kunden sind oder ihre Mitarbeiter behandeln können, als könne man sie benutzen wie eine Ausbeute. Man braucht Beziehungen, man braucht Verlässlichkeit, man braucht Vertrauen. Auch das Miteinander in der Marktwirtschaft selber ist geprägt von personalen Beziehungen, ist ein Miteinander von Menschen, eine Begegnung, eine Ermöglichung dessen, was der andere wünscht und so weiter. Es ist ein tief moralisches Geschehen auch wenn gekauft wird und verkauft. Das ist kein Urwald. Es geht hier nicht darum, den anderen über den Tisch zu ziehen oder möglichst beiseite zu drängen. Das sind natürlich Metaphern, die eine Rolle spielen im Sinne eines Kampfes wie ein sportlicher Kampf, aber nicht das ist sehr, sehr wichtig, denn sonst wird oft übersehen, dass die Marktwirtschaft selber, auch das Unternehmerische selber, eine Veranstaltung von Personen, von Begegnungen ist. Also der Ordnungsrahmen, wie der aussieht, der notwendig ist für das, was wir soziale Marktwirtschaft nennen, wie der auf europäischer Ebene aussehen soll oder auf internationaler Ebene, ist erst vorsichtig in den Blick zu nehmen. Wird ganz allmählich G20, WTO, Weltwährungsfonds, das sind Ansätze, man spürt, es geht schon weiter.
Und da muss man konsequent daran arbeiten, dass eine solche Ordnungspolitik auf Weltebene, auf europäischer Ebene, Weltebene gestaltet wird. Denn ansonsten wird sich ein primitiver Kapitalismus durchsetzen. Und das kann nicht soziale Marktwirtschaft sein. Ich weiß, dass das einer der kühnsten Gedanken überhaupt ist, eine soziale Marktwirtschaft auf Weltebene, wie ich es in dem Buch gefordert habe, voranzubringen. Aber ich sehe dazu keine Alternative. Ich glaube nicht, dass wir einfach für uns etwas bewahren können, was dann weltweit bestritten wird. Was weltweit im Grunde genommen als eine Sonderform oder als ein Restbestand einer alteuropäischen Tradition gesehen wird, was aber für die Zukunft keinerlei Bedeutung hat. Etwas moralische Sentimentalität aus diesem alten Europa, was aber nicht effizient ist. Da geht es um ganz andere Dinge. Und das ist etwas, was wir deutlich machen müssen, dass der Ordnungsrahmen und der Wettbewerb zueinander gehören und dass die soziale Marktwirtschaft kein auslaufendes Modell ist, keine Sozialromantik, sondern dem Kapitalismus und dem Dirigismus, und jetzt kommt ein zweiter Punkt hinzu, langfristig überleben. Dazu brauchen wir auch, ich sage es gleich, eine Mobilisierung unserer geistigen und kulturellen, und ich darf euch schon hinzufügen, auch der religiösen Ressourcen, ohne die es auch keine kulturellen Ressourcen auf Dauer geben kann, aus meiner Sicht. Aber wenn wir das nicht schaffen, wenn wir Europa nicht wieder mobilisieren geistig, da ist die demografische Situation etwas Bedrohliches, das ist richtig, aber dadurch dürfen wir uns jetzt nicht völlig verängstigen lassen, nicht ständig darauf schauen. Wir sind jetzt am Werk, wir haben jetzt etwas zu tun, aber wenn wir uns nur wie das Kaninchen auf die Schlange ausrichten, auf die chinesische Entwicklung oder andere und meinen, wir müssen uns dem anpassen, dann haben wir geistig schon kapituliert. Wir müssen deutlich machen, wir haben eine große Tradition, die ist wirtschaftlich vernünftig, sie ist kulturell stark, sie hat etwas langfristig Vernünftiges im Auge, wenn sie den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und das müssen wir versuchen, auch in der europäischen Welt und in der Gemeinsamkeit, würde ich hier hinzufügen, auch mit den Vereinigten Staaten, in die immer globaler zusammenwachsende Welt hineinzubringen. Das ist ein wesentlicher Auftrag und dazu gehört das Motiv der sozialen Marktwirtschaft, der Stil der sozialen Marktwirtschaft dazu. Und ein zweiter Gedanke eben unter diesem Begriff soziale Marktwirtschaft, der in der Krise ist und wo es schwierig ist. Es geht darum, durch die Ordnungspolitik, aber im Grunde auch in der Wirtschaft selber ist das angelegt, langfristige Ziele, Nachhaltigkeit und kurzfristige Gewinne in eine Beziehung zu setzen. Sie haben es schon genannt, das hat mir ein amerikanischer Abgeordneter im Abgeordnetenhaus beim Frühstück dann erzählt, ein wirklich liberaler durch und durch. Uns beim Frühstück auch über die Krise natürlich. Und der war früher bei der FED gewesen auch. Und der sagt, für mich ist das eine Katastrophe im Denken, dass ich das erleben muss, dass hier die Gewinne in einer solchen Weise privatisiert worden sind und die Verluste auf das ganze Volk übertragen sind. Das ist für mich eine Katastrophe in meinem liberalen Denken. Weil Freiheit und Verantwortung in einer Weise auseinandergerissen wurden, die eben das Volk und alle nachhaltig gestört hat. Bis heute. Diese Wunde ist nicht geschlossen geistig, sondern man sieht es und es geht ja weiter. Diese Langfristigkeit der Ziele im Auge zu behalten und die kurzfristigen Gewinne den langfristigen Zielen unterzuordnen, ist die wesentliche Aufgabe der Politik. Aber nicht nur. Große Unternehmen müssen ja auch langfristig. Was wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben an Beschleunigung, die Märkte, dass wir Politik machen im Blick auf den Montag, wenn die Börsen geöffnet sind. Und dann Gesetze, die vielleicht früher zwei Jahre Beratung gebraucht hätten, innerhalb von wenigen Stunden durchbringen müssen, vielleicht in einer Notoperation auch einmal notwendig. Ich will da nicht den Politikern einfach Vorwürfe machen, aber das kann auf Dauer nicht so bleiben. Das kann nicht vernünftig sein. Das führt uns in eine Kurzfristigkeit hinein, die genau dem widerspricht, was soziale Marktwirtschaft sein muss, nämlich langfristig und nachhaltig bestimmte Ziele im Auge zu behalten. Das ist eine große Gefährdung im Augenblick. Und die Finanzmärkte, von denen die Rede ist, Dr. Wieso hat das ja schön auseinandergehalten noch einmal, wer ist hier jetzt wirklich dran, aber da ist er Fachmann. Nur der Druck, der ausgeübt wird durch die Finanzmärkte, liegt natürlich auch daran, dass die Orientierung am kurzfristigen Gewinn in einer Weise gestiegen ist, auch die Orientierung an den Kapitalrenditen, dass das ein Pflichtjahr ist. Es gibt ja klare Orientierungen.
Fonds, welche Renditeerwartungen da sein müssen. Der Druck ist viel größer, die Beschleunigung ist größer. Es gibt keine Zeit, wo wir so intensiv über Nachhaltigkeit, Langfristigkeit reden, die ganze Umweltdebatte, wie in diesen Jahren und Tagen. Es gibt kaum Schlimmeres, wir erleben Kurzfristigkeit viel stärker als früher. Also es ist ein Widerspruch da. Auf der einen Seite reden wir von Nachhaltigkeit ohne Ende, immer wieder von neuem nachhaltig denken, intergenerationelle Gerechtigkeit. Und der Druck, schnell zu handeln, ist erheblich gestiegen. Das ist eine Krise, die im Grunde an den Nerv der sozialen Marktwirtschaft rührt. Wir können eine soziale Marktwirtschaft in diesem Sinne von Müller-Amack-Röpke her gesehen und von den großen Denkern her gesehen, nicht aufbauen mit dieser Kurzfristigkeit. Und deswegen ist die politische Rahmenordnung die Ordnungspolitik, wie wir das wirklich, das ist ein typischer Begriff der sozialen Marktwirtschaft, Ordnungspolitik. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und ein letztes, Freiheit und Verantwortung, das ist aber auch schon gesagt worden. Bei den Märkten ist es ja jetzt auch so, man fragt sich, wer haftet eigentlich? Dr. Wiesow hat ja sehr schön darauf hingewiesen. Natürlich geht es nicht darum, dass auch mal Schulden da sind oder dass es auch Insolvenzen gibt, auch bei Ländern. Der Pariser Club wurde erwähnt, dass man Gesichter hat und sagt, wir haben hier so viel Schulden, wie machen wir das? Das ist ja irrational, also das sind die Märkte ja nicht rational, das ist so ein Märchen, Märkte sind rational, das ist Unsinn. Teilrational, aber nicht gesamtrational natürlich. Dass man natürlich keine Gesichter sieht, da hat man sich zusammengesetzt, möglicherweise hat gesagt, hier Argentinien oder andere Länder, ich bin jetzt nicht, bin jetzt so in der Wirtschaftsgeschichte drin, jetzt machen wir ein Entschuldungsprogramm. Und ihr macht das, denn wir wollen ja beide gewinnen. Wir verlieren, wenn ihr pleite geht und gar nichts habt, verlieren wir alle. Das ist ja die Logik eigentlich. Aber jetzt scheinen einige zu sagen, wir spekulieren auf ein Zusammenbruch Italiens. Einige werden daran sehr viel Geld verdienen, aber die Masse würde sehr schlecht dastehen. Nicht nur in Italien, wir alle. Das ist irrational und ethisch nicht akzeptabel. Dazu braucht man also Regeln und klare Vorstellungen, dass wir das überwinden. Und das haben wir noch nicht überwunden. Das ist noch nicht so weit. Das darf so nicht hingenommen werden. Und deswegen ist hier Freiheit und Verantwortung, Risiko und Haftung in ein Beziehungsfeld zu setzen. Man kann nicht sagen, wer spekuliert, hat das Risiko, richtig, aber wenn er gewinnt, die Mehrheit, eine überwältigende Mehrheit, eine inakzeptable große Zahl von Menschen existenziell bedroht ist, durch seinen Gewinn kann das langfristig ethisch und auch politisch nicht akzeptiert werden. Hier ist eine neue Dimension, die man vielleicht vor 50 Jahren in dieser Intensität nicht gesehen hat, die durch die Finanzmärkte, durch die Loslösung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft entstanden ist und eine große ethische Herausforderung. Und dazu gehört eben auch, dass, und das will ich zum Schluss hinzufügen, es gehört hinzu, auch in der sozialen Marktwirtschaft, also das eine ist Staat, Markt und Gesellschaft, aber auch die Moral des Einzelnen. Wir haben mit der Evangelischen Kirche vor einigen Jahren einen kleinen Text gemacht, Demokratie braucht Tugend. Also dem entgegentretend, was in den 90er Jahren in der Wissenschaft zum Teil, in den Wirtschaftswissenschaften vertreten wurde, wenn wir die Regeln haben, brauchen wir eigentlich keine persönliche Moral mehr. Wenn der Markt läuft, wenn er einmal in einer richtigen Weise in Gang gekommen ist, dann brauche ich für die Einzelzüge auf dem Spielfeld keine Moral mehr. Aber ich sage dann ja gelegentlich auch in solchen Kreisen, es wird für einen Christen jedenfalls nicht ausreichen, sich zu sagen, naja, ich habe mich ja einfach nur marktmäßig verhalten. Das werden Sie in Ihrem Betrieben nicht immer tun können. Es gibt eben auch eine persönliche Beziehung, es gibt auch eine Moral des Einzelnen. Es reicht nicht, im Himmel anzukommen und zu sagen, mir stehen alle Türen offen, ich bin ja nicht vorbestraft. Das wird nicht ausreichen vielleicht, das kann ich als Bischof sagen, das wird nicht reichen, zu wenig. Also diese moralische Haltung, die Tugenden, das tut man nicht. Das ist in den letzten Jahrzehnten etwas runtergespielt worden, weil man gesagt hat, die Institutionen sind da, wir haben die Märkte, es ergibt sich dann. Und wenn wir alle profitorientiert arbeiten, kommt in dieser simplen Weise für alle das Gute nachher heraus. Das ist eben so nicht. Das gehört zum menschlichen Beziehungsfeld und eine Wirtschaft, eine Bank, eine Begegnung mit Kunden ist eben nicht nur eine, du bist die Gelegenheit für mein Geld verdienen.
wird nicht bei den Banken erstattet. Das wissen wir. Wenn einer honoriert wird dafür, wie viele Verträge er verkauft an den Kunden und nicht die Frage im Raum steht, was ist für diesen Kunden gut, dann ist eine Verschiebung vorgenommen in Anreizsystemen und damit eben auch das, was im Menschen moralisch eigentlich richtig da ist, wird minimiert durch solche Anreizsysteme. Aber die Anreizsysteme und Institutionen sollen die Tugend ja nicht klein machen, sie sollen ja nicht die Tugend auslöschen, sie sollen sie ja ermutigen und nach vorne bringen, weil letztlich das Gute auch für den Menschen das Richtige ist und nicht das Verkehrte. Also dieses Feld der sozialen Marktwirtschaft ist sehr, sehr wichtig. Und daran wird deutlich, jetzt habe ich einen großen Bogen geschlagen, daran wird deutlich, dass die soziale Marktwirtschaft ein Zivilisationsprojekt ist, ein kulturelles Projekt ist und dass man dafür sehr viel arbeiten muss. Wir haben uns vielleicht genau wie bei der Demokratie daran gewöhnt, zu denken, das läuft schon hier. Aber es ist sehr, sehr kompliziert, anspruchsvoll. Bildung ist erforderlich. Ich sage als Bischof, Religion ist auch erforderlich. Denn dieses Menschenbild, von dem ich gesprochen habe, am Anfang war ein Glaube, der Glaube an den einen Gott. Das ist eben nicht zufällig, dass das am Anfang stand. Und dass die Beziehung zu diesem Gott, die Rechtfertigung vor diesem Gott und die Erkenntnis, dass dieser Gott Mensch geworden ist und jeder Mensch eine Würde hat, dass das auch für die wirtschaftliche Entwicklung, für die Rahmenordnung, für die politische Entwicklung, für die kulturelle Entwicklung von außerordentlicher Bedeutung ist. Es ist eine riesige Zukunftsaufgabe für Europa, und ich sage hinzu, für den Westen, diese Vorstellung, die nicht einfach ein geschlossenes Programm ist, aber doch eine Zielvorstellung, die immer wieder neu in Gang gebracht werden muss, immer wieder neu diskutiert werden muss, dies in die Diskussion der Weltordnung, der entstehenden Weltordnung hineinzuführen. Es ist die Aufgabe für die Zukunft, eine dem Leben dienende Wirtschaftsordnung auf europäischer und auf Weltebene Schritt für Schritt voranzubringen. Ich sage nicht, dass wir sie erreichen, voranzubringen, besser zu machen, um der Wirtschaft willen und um des Menschen willen. Es geht hier nicht um eine Restauration im Sinne, das machen wir jetzt mal wie in den 50er Jahren, aber es geht um eine Renaissance der Gedanken der sozialen Marktwirtschaft. Müller-Amark, der Sohn ist ja hier, wir haben es gesehen, hat ja besondererweise die religiöse Seite betont. Er als Ökonom hatte die Religion betont und für ihn war deutlich, dass ohne Mobilisierung auch dieser tiefen Ressourcen, religiösen Ressourcen des Menschen, das Ganze zu armselig, zu eng wird. Um der Wirtschaft willen, sage ich auch, müssen wir über die Wirtschaft hinausdenken. Glauben wir doch ja nicht, die Probleme, die wir jetzt in Europa haben, würden wir nur mit ökonomischem Sachverstand lösen. Das ist notwendig. Natürlich muss man jetzt überlegen, wie macht man die Notoperation jetzt in richtiger Weise. Aber das wird doch nicht das Einzige sein. Hat man bei den anderen, die Ökonomie hat die Theologie abgelöst als Leitwissenschaft. Es gibt nur noch, Gott sei Dank merkt man jetzt, dass die Ökonomen sich auch mal widersprechen, dass nicht alles so einlinig ist. Könnte man auch mal die 20 Jahre mal anschauen, was aus Thesen vertreten worden ist. In den letzten 20 Jahren auch in den Wirtschaftsteilen großer Zeitungen. Das kann man alles mal gut vergleichen, weil wir Theologen auch gescholten werden als Märchenerzähler, als sie keine Ahnung haben. Aber da bin ich jetzt etwas beruhigter, wenn ich mal anschaue, was schon alles in den letzten 20 Jahren vertreten worden ist, was die Politiker tun sollen, was ihnen ja gesagt worden ist. Ich denke, wenn wir über die Zukunft nachdenken, müssen wir das Bild der sozialen Marktwirtschaft so fassen, es ist ein faszinierendes Integrationsbild. Es kann Menschen wieder mobilisieren, wenn es mit Inhalt gefüllt wird. Und wenn wir über das Wirtschaftliche hinaus denken und sehen, dass dies ein Beitrag ist für eine gerechte, dem Menschen dienende Ordnung der Gesellschaft. Wenn möglich dann auch auf europäischer und auf der nächstgrößeren Ebene. Und dann kann auch dazu beitragen, dass wir als Kirche unsere Überlegungen mit einbringen. Und es ist nicht schädlich, das darf ich auch, es ist ja hier keine Kirche und der Wirtschaftsbeirat ist keine religiöse Vereinigung, aber es kann nicht schaden, wenn der Mensch selber auch sich wieder Gedanken macht, das Religiöse ist für mich, der Glaube ist für mich nicht hinderlich für den wirtschaftlichen Erfolg. Er bringt mir eine größere Perspektive und lässt mich vielleicht sogar manche Dinge, die mir jeden Tag auf dem Schreibtisch landen, nochmal in einem neuen Licht sehen. In diesem Sinne wünsche ich Gottes Segen und einen guten weiteren Weg im Wirtschaftsbeirat.
auch wichtig, dass ein Fürsprecher wie Sie in der Öffentlichkeit für die soziale Marktwirtschaft eintritt, die ja, wie ich am Anfang gesagt habe, in den letzten Jahren man immer gut verloren hat, weil man sie verwechselt hat mit anderen Themen und Dingen. Ich danke auch dem Laudator, dem Professor Wallet. Ich glaube, die Weimar hat gezeigt, dass wir die richtige Wahl getroffen haben. Bitte. Ich nehme an,